ist eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de. So, let's continue in Nehemiah. Für die von euch, die neu sind. For those of you that are new. Wir machen es hier so, wir nehmen uns ein Buch der Bibel vor. At City Light we concentrate on one book of the Bible. Die Bibel ist ja unterteilt in verschiedene Bücher. The Bible is divided into different books. Wir haben das Alte Testament und das Neue Testament. The Old Testament and the New Testament. Aber selbst im Alten Testament gibt es dann eben verschiedene Bücher. But even in the Old Testament there are different books. Und wir lesen zurzeit gemeinsam das Buch Nehemia. And at the moment we are reading all together the book of Nehemiah. Wir machen das dann so, wir fangen vorne an und hören am Ende auf. And we do it like this, we start in the beginning and keep on reading till we reach the end. Könnte ich noch meinen Klicker haben? Ach, der hier ist der. Danke. Genau, und wir befinden uns zurzeit in Nehemia 6. And right now we're in chapter 6. Und ich würde ganz gerne zum Anfang noch beten. And I want to pray in the beginning. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, Herr. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, aus dem Weg zu gehen, Herr. Ich bitte dich, dass du echt alles hinweg tust, was nicht von dir ist. Herr, ich bitte dich, dass ganz klar deine Worte in unsere Herzen reden, Herr, und dass wir bereit sind, uns von dir verändern zu lassen. Herr, ich bitte dich, dass wir verändert hier heute rausgehen, Herr, dass wir was mitnehmen von dem, was du uns zu sagen hast durch dein Wort, Herr. Dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und darauf vertrauen wir. In Jesu Namen. Amen. Wir sind in Nehemia mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo die Mauer, und es geht hauptsächlich um die Mauer bis jetzt, die um Jerusalem geht. In the story of Nehemiah, we reached the point where it's mainly about the wall. Und dass diese Mauer ist jetzt fast zu Ende gebaut. And the point where this wall is nearly being finished. Wir kommen heute an den Punkt in unserer Predigtreihe, wo ich gerne über das Thema sprechen würde, die Kunst, Nein zu sagen. Today we're reaching a point in this series that I want to talk about saying no. Und ich wollte ganz gerne fast das gesamte Kapitel machen heute. And I started off by thinking, well, we could do nearly the whole chapter. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt mit diesem Kapitel. And then I started thinking about it and working through it. Und kam leider nicht über den vierten Vers hinaus. And I couldn't go beyond verse 4. Deshalb würde ich ganz gerne so eine kleine Miniserie starten heute. So today I'm gonna start off a mini series. Die Kunst, Nein zu sagen. The art of saying no. Und wir fangen heute mit dem ersten Teil an, der heißt Fokus. And we start today with the first part of it, which is the focus. Also, wie können wir fokussiert sein? How can we be focused? Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns ist. And I think that it's a really important topic for us. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir umgeben sind von Ablenkung. Because we're living in a time where there's lots of distraction around us. Viele von euch haben noch nicht mal eine Bibel in der Hand, sondern euer Ablenkungsteil. Many of you don't have a Bible book in your hands, but something that's really distracting. Und das ist vollkommen okay. And that's totally okay. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir von Ablenkungen umgeben sind. But we live in a time where there's lots of distractions around us. Gibt's irgendeinen unter euch, der sich regelmäßig abgelenkt fühlt? Is there anyone among us who's distracted regularly? Okay, alle die jetzt nicht die Hand heben, sind gerade in diesem Moment abgelenkt. those of you that didn't raise your hand were just distracted this moment. Ablenkung ist überall. Distraction is everywhere. Und ich kann euch das aus erster Hand sagen, wenn man versucht, eine Predigt vorzubereiten, wo es um Ablenkung geht. Ratet mal, wo man angegriffen wird. And I can tell you from first-hand experience that when you're preparing a sermon about the topic of distraction, guess what's happening? Distraction. Diese Welt, diese Kultur um uns herum versucht uns mehr und mehr bewusst zu machen,
dass wir etwas verpassen könnten. The world and the culture around us wants to tell us that we can miss so many things. Kennt ihr diese Abkürzung FOMO? Do you know this short thing, FOMO? FOMO, fear of missing out. It's the fear of missing out. Angst, etwas zu verpassen. The fear of missing out. Ja, danke. Und diese Dinger sind die Weltmarktführer in FOMO. And these little things called phones are the main thing that do us. They distract us. Und vielleicht sagst du, okay, ich bin nicht wirklich abgelenkt, ich kann nur sehr gut multitasken. And maybe you're saying, well, I'm not really distracted, I'm just really good at multitasking. Und es gibt sehr viele Bücher, die über dieses Thema Multitasking geschrieben wurden. And there are many books that are written about the topic of multitasking. Von vielen verschiedenen Wissenschaftlern. From many different scientists. Und die kann man eigentlich alle in einem Satz zusammenfassen. And you can summarize them in one sentence. Multitasking findet nicht statt. Multitasking isn't happening. Das stimmt nicht. Es ist eine Mythe. It's not true. Mythos. It's a myth. Mythos. Ja. Du kannst dich von verschiedenen Sachen gleichzeitig ablenken lassen. You can be distracted by multiple things at one time. Aber du kannst nicht effektiv dich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. But you can't effectively concentrate on many things at one time. Auch die Frauen nicht. Even women can't do that. Nicht wirklich. Besser really. Als wir. Not really, though, maybe a bit better than the men. Aber ihr kennt das sicher aus eurem eigenen Leben. Habt ihr schon mal ein Buch gelesen? Habt ihr euch schon mal abends hingesetzt und ein Buch gelesen und dann fangt ihr an, über irgendwas nachzudenken und ihr lest weiter? Maybe you know that from your own experience. When you pick up a book in the evening and you start reading and then your thoughts wander. Und dann lest ihr so die erste Seite, die zweite Seite und die dritte Seite. Then you start reading the first, the second, the third page. Und irgendwann merkt ihr, dass ihr lest, aber ihr könnt euch an nichts, aber auch gar nichts erinnern, was ihr gerade gelesen habt. And at some point you realize, well, I can't remember what I just read. Oder in der Unterhaltung. Or maybe during a conversation. Irgendwo auf einer Party oder was auch immer. At a party or wherever. Dann geratet ihr gerade an die Person, die unglaublich viel zu erzählen hat. Maybe you start talking to the person who's really interested in talking to you. Aber ihr findet es unglaublich langweilig. But you find it kind of boring. Und dann ist aber neben euch sind ein paar Leute, die sich über was unglaublich Wichtiges und Interessantes unterhalten. And next to you, you realize there's a conversation with a really interesting topic. Und die Unterhaltung bei euch geht so weiter. And the conversation that you are actually in is continuing. Aber du hörst dazu. But you're listening to the other conversation. Und auf einmal ist Stille. And suddenly, silence. Und du merkst, Mist. And you realize, oh no. Die Person hat mir gerade eine Frage gestellt. That person just asked me a question. Ja, das ist eine gute Frage. Well, that's a good question. Aber wir können uns nicht effektiv auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. We can't effectively concentrate on two things at a time. Aber was auch wahr ist, ist, dass das Problem nicht bei unseren Telefonen liegt. But it's also true that the reason for it lies not with our phones. Das Problem hat auch nichts mit unserem Gehirn zu tun. The problem isn't our brains either. Das Problem hat mit unserer Seele zu tun. The problem lies within our souls. Alles um dich herum kämpft um deine Aufmerksamkeit. Alles. Everything around you is fighting for your attention. Und die Frage ist, wie schaffst du es in einer Zeit der Ablenkung, dich auf das Wichtigste zu konzentrieren? And the question is, how can you manage to, in a time of distraction, to really focus? On the most important thing. On the most important thing. Die Frage ist, was ist das Wichtigste? And the question is, what is the most important? Wir lesen jetzt gerade Nehemiah. We are reading Nehemiah at the moment. Was war das Wichtigste für diese Leute, die Israeliten im Buch Nehemiah? What was the most important thing for the Israelites in the book of Nehemiah? Wiederherstellung. Restoration. Es geht in diesem Buch um Wiederherstellung. In this book it's all about restoration. Ja, um Wiederherstellung von dieser Mauer. Yes, restoration of the wall. Aber das ist für uns ein Bild von Wiederherstellung von Leben. But for us that's a picture of restoration of lives.
Nehemia, der weit weg von Jerusalem gelebt hat. Nehemiah, who lived far away from Jerusalem. Der jetzt hört, dass die Mauern von Jerusalem zerstört sind. And he heard that the walls of Jerusalem were destroyed. Und es trifft ihn so tief im Herzen. And he's really touched by that news. Und er geht nach Jerusalem. And he's going to Jerusalem. Und er fängt an, diese Mauer wieder aufzubauen zusammen mit den Leuten. And he's starting to rebuild the wall with the people. Und von Anfang an, vom ersten Tag an, Ablenkung. And from the beginning there was distraction. Angriffe von außen. They were attacked from the outside. Ungerechtigkeit von innen. Injustices from the inside. Von überall, wo er sich vorstellen kann, kommt Ablenkung. From everywhere, distraction is coming against them. Und dieser Mann, Nehemia, brauchte so viel Fokus, um sich auf das wahre Wichtige zu konzentrieren. So this man, Nehemiah, he really needed to focus, to concentrate on the most important thing. Und er hat's geschafft. And she succeeded. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Mauer fast abgeschlossen ist. And we are at the point right now where the wall is nearly finished. Wir sehen das hier in Vers 1 von Kapitel 6. We can see that in verse 1 from chapter 6. Und da steht, und es geschah, als Sambalat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte. And we read that in verse 1. Now it happened when Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall and that there were no breaks left in it, though at that time I had not hung the doors in the gates. Kurz vorm Abschluss. Right before finishing. Und in den nächsten Wochen werden wir lesen, wie die Mauer vollendet wird. And in the upcoming weeks we'll be reading about finishing the wall. Glaubt ihr, dass jetzt die Angriffe aufhören? Do you believe that now the attacks will stop? Nein. No. Auf keinen Fall. No way. Wir sehen das direkt in Vers 2. And we can see that directly in verse 2. Da sandten Sambalat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, lass uns in den Dörfern der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Then Sanballat and Geshem sent to me, saying, come, let us meet together among the villages in the plain of Ono. But they thought to do me harm. Okay, also Sanballat, Geshem senden jetzt zu ihm Boten und sagen, lass uns zusammentreffen. So Sanballat and Geshem, they sent messengers and say, well, come, let's meet. Lass uns Frieden schließen. Let's make peace. Okay, du hast die Mauer fast gebaut. You're nearly finished the wall. Lass uns jetzt Frieden schließen. Let's now make peace. Aber kann ich euch empfehlen, dass wenn jemand zu euch kommt, can I advise you when someone comes to you? Und ihr tut gerade etwas für Gott. And you're in the middle of doing something for God. Und er will sich mit euch im Tal Oh No treffen. And he wants to meet with you in the valley of Oh Nein. Dann macht's nicht. Please don't do that. Und ich finde Nehemias Reaktion sehr cool. And I really like Nehemias reaction to this. Und ich glaube, dass wir viel von seiner Reaktion lernen können. And I think we can learn a lot from that. Die sehen wir im ersten Teil von Vers 3. We can read that in the first part of verse 3. Nehemia sagt, da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Nehemiah says, so I sent messengers to them saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Wir sehen jetzt vier Punkte, die wir von Nehemiah lernen können. We can see learn four things from Nehemiah here. Aus seiner Reaktion. Out of his reaction. Die erste Sache, die wir lernen können von ihm, ist, dass er eine richtige Definition hatte von dem, was wichtig ist. And the first thing that we can learn is that he had the right definition of the most important thing. Ich habe ein großes Werk zu verrichten, sagt er. He's saying, I have a great work to do. Nehemia ist nicht arrogant. And he's not arrogant in that. Das sind wichtige Leute, die ihn hier anschreiben.
Those are important people that are sending for him here. Das sind die wichtigsten Leute in dieser Gegend. Those are the important people in that region. Und sie wollen sich mit ihm treffen. And they want to meet with him. Und er sagt nein. And he says no. Aber nicht aus Arroganz. But not out of arrogance. Sondern er weiß, zu welchem Werk Gott ihn berufen hat. But he knows what work God has called him to do. Er weiß, worauf es in seinem Leben ankommt. He knows what's important in his life. Und du und ich, wir sind auch zu was Großem berufen. And you and I, we are also called for something big. Dein Leben, mein Leben, soll was Großes bewirken. Your life and my life is supposed to work for something big. Die Frage ist nur dabei, wie definieren wir groß? And the only question in that is, how do we define this big thing? Wie definiert Nehemia groß? How does Nehemiah define this big work? Die Welt oder wir, unsere Kultur, wir definieren groß meistens folgendermaßen. The world or the culture around us mostly define something big as the following. Je mehr Aufmerksamkeit du bekommst, desto größer ist es. The more attention you get, the bigger it is. Je mehr Likes du bekommst, desto besser. The more like hits you get, the better. Je mehr du im Zentrum stehst, desto besser. The more you are in the middle of it, all the better. Aber Gott sieht es anders. But God looks upon it differently. Gott sieht Größe folgendermaßen. God looks upon greatness like this. Je mehr du andere segnest, desto größer ist das Werk. The more you are a blessing to others, the bigger the work is. Je mehr du andere in den Mittelpunkt stellst, desto besser. The more you put others in the middle or on focus on others, the better. Je mehr du mich, sagt Gott, verherrlichst, desto besser. And God says, the more you honor me, that's when it's better. Wir gehen aus dem Weg. We are stepping aside. Wir ducken uns weg, sozusagen. We're stepping aside. Ja, aber wir tun das nicht aus Angst, sondern wir tun es, weil wir Gott verherrlichen wollen. We don't do that out of fear, but because we want to honor God. Weil wir andere segnen wollen. Because we want to bless others. Und wahre Größe kommt dann, wenn wir an dem teilnehmen, was Gott tut. True greatness happens when we are part of what God is doing. In unserer Kultur geht es um Berühmtheit. Our culture is all about fame. Die 15 Minuten Berühmtheit, die du erlangen kannst. Those 15 minutes of fame that you can have. Und dann ist es, das ist alles so vergänglich. But that's also perishable. Das geht weg so schnell. It stops so quickly. Die ganzen YouTube Stars, all those YouTube Stars sind auch sehr schnell wieder vergessen. They are also gone really fast. Das, was Gott tut in deinem Leben, das ist ewig. What God is doing in your life, that's eternal. Und das ist dauerhaft wichtig. And that's constantly important. Dwight Eisenhower hat Folgendes gesagt. Eisenhower said the following. Was wichtig ist, ist selten dringend. Und was dringend ist, ist selten wichtig. What is important is seldom urgent. What is urgent is seldom important. Versteht ihr, was er meint? Do you know what he means? Die wichtigsten Dinge in deinem Leben sind oftmals nicht dringend. The most important things in your life are usually not urgent. Was sind denn die wichtigsten Dinge in deinem Leben? What are the most important things in your life? Freundschaft. Friendship. Gebet. Prayer. Treue. Faithfulness. Treue über eine lange Zeit. Faithfulness over a long time. Zeit mit deiner Familie. Time with your family. Das sind Dinge, die wirklich wichtig sind in deinem Leben. Those are the really important things in your life. Aber denk mal drüber nach, sind die dringend? But think about it, are those urgent? In unserem Denken auf jeden Fall sind die dringend. In our thinking, yes, they may be urgent. Nee, sind sie meistens nicht dringend in they unserem are Denken. Not urgent. Aber das sind die wichtigsten Dinge. But they are the most important. Auf der anderen Seite sind oftmals die dringenden Dinge, die unbedingt jetzt heute erledigt werden müssen. On the other hand, the urgent things that need to be done definitely today. Nicht so wichtig.
They are not that important. Ich will euch eine ziemlich direkte Frage stellen. And I want to ask you a direct question. Die Frage ist, was machst du mit deinem Leben? And the question is, what are you doing with your life? Was machst du aus deinem Leben? What are you making out of your life? Hast du eine klare Antwort auf diese Frage? Do you have a clear answer to those questions? Ich brauche keinen 5-Jahres-Plan oder irgendwie so, aber was ist das Wichtigste? Was ist das Ziel deines Lebens? I'm not talking about a 5-year plan or anything like that, but I'm asking you, what is the most important thing in your life? Wenn du keine klare Antwort auf diese Frage hast, and if you don't have a clear answer for that, dann wirst du sehr leicht aus der nächsten Kurve geworfen vom Leben. Then it's really easy for you to get thrown off track by the next curve in your life. Das schmeißt dich aus der Bahn. You get thrown off track. Und Nehemia wusste, was wichtig war in seinem Leben. And Nehemiah knew what was important in his life. Und das Zweite ist, er fokussierte sich auf dieses Ziel. And the second thing is that he was focused on this goal. Ablenkungen warten hinter jeder Kurve, sozusagen. Distractions waited behind every corner. Für uns. Maybe also for us. Was sind denn diese Dinge, die uns aus der Bahn schmeißen wollen? What are those things that want to throw us off track? Was sind die Sachen, die dich ablenken in deinem Leben vom Wichtigsten? What are the things that distract you in your life from the important things? Zum Beispiel das Neueste. Maybe the newest. Der neueste Trend. The newest trend. Da springst du drauf. That's what you care about. Okay, du warst hier. You started here. Und gehst in diese Richtung. You're going that direction. Aber jetzt kommt der neueste Trend. But now something new is coming up. Also gehst du jetzt hier hin. So you switch. Und dann kommt der neueste Trend und dann gehst du auf einmal hier hin. And then even a newer thing comes up and then that's where you're going. Und dann ist der Trend von vor 5 Jahren wieder in und dann gehst du wieder hier hin. And then something comes up that was in 5 years ago and then you switch back to that. Wir folgen so oft dem neuesten Trend. So many times we're following the newest thing, the newest trend. Oder das nächste. Or it's about the next thing. Ich glaube, das ist noch größer für uns, vielleicht auch als Christen. Maybe that's even bigger also for us as Christians. Wir leben in der Zukunft. We're living in the future. Das, was du jetzt und hier erlebst, ist für dich nur eine Vorbereitung auf das, was dann kommt, das wirklich Wichtige. That what you're experiencing here and today is also only a preparation for what's coming in the future. Wir leben immer mit den Gedanken 5 Jahre von jetzt. We always live with the thought, what will be in 5 years from now? Oder in 3 Wochen. Or maybe in 3 weeks. Oder in 3 Monaten. 3 months. Wenn das hinter mir liegt, dann. Once I've reached that, then. Aber ich glaube, dass wir so viel verpassen damit. But I think that we miss out on so many things when we do that. Wir verpassen so viel Gegenwart, so viel von dem, was Gott im Hier und Jetzt gerade in dir tun will. We miss out on so many things that God wants to do in us in the present. Und nicht nur in dir, sondern durch dich. Not only in you, but also through you. Ich glaube, dass Gott jeden einzelnen von uns hier hingestellt hat, heute, um heute durch dich zu wirken. I think that God put every one of us here today that because he wants to work today. Aber wir haben manchmal so einen Tunnelblick. But sometimes we just our vision is really narrowed down. Und wir sehen nicht, was Gott tut um uns herum. And we can't see what God is doing all around us. Weil wir so fokussiert sind auf das, was da vorne liegt. Because we're so focused looking ahead. Oder eine andere Ablenkung ist das Aufregendste oder das Coolste. Or another distraction might be the most exciting, the coolest thing. Unsere Kultur ist so unglaublich abhängig davon. Our culture is so dependent on that. Wir sind abhängig von Aufregung, von oh, cool. We're dependent on this excitement, this coolness. Ja,
Englisch ist so viel besser bei dem Wort. Exciting. Sorry, das ist schlecht zu übersetzen. Yeah. Aber wir verpassen dabei die Tiefe, die Gott für uns hat. But in that we miss out on the depth that God has for us. Wir verpassen dabei die Reife, die nur durch lange Treue kommt. We miss out on the opportunity that happens, maturity that happens through continuing doing things for a long time. Langsam, gleichbleibend, treu. Slowly, constantly being faithful. Das ist so wichtig, aber das fehlt uns in unserer Kultur so sehr. That's so important, but that's also missing in our culture. Und dadurch kommt Reife. But through that happen maturity grows. Wenn du reif werden willst in deinem Leben, sei lange treu. If you want to mature, you have to be faithful over a long time. In unserer Kultur, wir selbst als Christen, was neu ist, finden wir so toll. In our culture and even as Christians, everything that's new, that's attractive to us. Oder was anders ist. Or what's different. Anders als das Gewohnte. Different than the day-to-day things that we experience. Dein Job. Maybe your job. Du sehnst dich immer wieder danach. Ah, eine neue Herausforderung, eine neue Herausforderung. You're always thinking about a new challenge. Und wenn dein Job das nicht mehr bietet, diese neue Herausforderung, okay, dann suchst du dir halt den nächsten Job. And when your job isn't providing this new challenge anymore, then you go and look for a new job. Ich sag nicht, dass das unbedingt falsch ist. I'm not saying that is that it's wrong all the time. Aber wenn es aus unserer Kultur genährt und aus dieser Abhängigkeit nach neu und cool ist, dann ist es falsch. But when it's only dictated by our culture that you think that way, then that it's wrong. Oder Beziehungen. Or relationships. Freundschaften. Friendships. Oder romantische Beziehungen. Or romantic relationships. Das war so toll am Anfang. Oh, it was so exciting in the beginning. Das hat was aus dir rausgeholt, was du noch nie gemerkt hast. That really created something in you that you hadn't experienced before. Und dann über Zeit gewöhnt man sich aneinander. And over the time you get used to each other. Aber dann siehst du hier was Neues und da was Neues und da was Aufregendes. And then you see here's something new and there's something exciting. Aber Gott ruft dich zur Treue. But God is calling you to be faithful. In deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften. In your relationships, in your friendships. Und auch in deiner Gemeinde. And also in your church. Ich glaube, dass das in unserer westlichen Kultur ist das so tief in uns drin. I think that in our Western culture it's rooted really deep. Dass wir was Neues wollen. That we always look for something new. Und die Gemeinde, in der wir anfangs waren, da war Gottes Geist. And the church that we started in at the beginning, there was God's Spirit. Und alles war so toll. And everything was just great. Und die Leute waren so freundlich. And the people were so friendly. Und der Kaffee war so gut. And the coffee was really good. Oh, und die Predigt. Oh, and the sermon. Und dann irgendwann gewöhnt man sich daran. And then at some point you get used to it. Und warum machen die das so? And why do they do it this way? Und warum machen die nicht das? Why don't they do this? Ich glaube, ich brauche eine neue Gemeinde. I think I need a new church. Ich glaube, dass wir so oft denken, dass das Gras grüner ist auf der anderen Seite. I think we always think that the grass is so much greener on the other side of the fence. Und hey, wisst ihr was? Das Gras ist auch grüner auf der anderen Seite. And you know what? The grass really is greener on the other side. Aber das ist wie so eine Fata Morgana. But that's just an illusion. Weil wir nicht so nah dran sind, dass wir das Braune dazwischen sehen können. Because we're not close enough to it that we can see all the brown things in between. Aber sobald wir da nah dran kommen, sehen wir das alles. But once we get closer, that's when we see all these things. Und dann fangen wir an zu denken, warum machen die denn das so? And then we start thinking, how about they do it this way? Oh, in meiner alten Gemeinde war es so viel besser. In my old church, it was so much better. Und dann suchen wir uns eine neue Gemeinde. And then we look for a new church. Und eine neue Gemeinde. And a new church. Aber wisst ihr was? Reife hier. But you know what? Reife kommt durch Treue. Maturity grows through faithfulness.
Reife kommt durch Treue. Maturity through faithfulness. Sei treu da, wo Gott dich hingestellt hat. Be faithful where God put you. Also wir haben gesehen, dass er sich auf das Wichtigste fokussiert. So we saw that Nehemiah is focusing on the most important thing. Und der dritte Punkt ist, wenn er sich auf das Wichtigste fokussiert, es ist ganz wichtig, dass er das kann. And the third point is when he's focusing, that's really important. Dass er Nein sagen kann zu allem, was ihn davon abhalten will. Is that he needs to say no to everything that wants to keep him from it. Nein sagen zu allem, was dich davon abhalten will. Saying no to everything that wants to keep you away from it. In Vers 3b sehen wir, da steht, warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? The second part of verse 3 we see, why should the work cease while I leave it and go down to you? Nehemia weiß, dass wenn er geht und sich mit diesen Leuten trifft, dann wird das Werk für diese Zeit stillstehen. Nehemiah knows that when he leaves the work and goes down to see them, the work will cease. Und er kann dann nicht dem treu sein, wozu Gott ihn jetzt berufen hat. And he can't then be faithful to what God has called him to do. Und so viele Sachen rufen nach deiner Aufmerksamkeit. And so many things are crying for your attention. Und wenn du nicht die Frage beantworten kannst, was ist das Wichtigste in deinem Leben? And if you can't answer the question what the most important thing is in your life, dann wirst du aus der Kurve geworfen werden. That's when you will get thrown off track. Aber wenn du die Frage beantworten kannst, was ist das Wichtigste in deinem Leben? But when you can answer the question what is really important in your life? Dann fokussier dich darauf. Then focus on it. Und sag nein zu allem, was dich davon abhalten will. And say no to everything that wants to distract you from it. Und oftmals glauben wir das nicht. And oftentimes we don't believe that. Aber du darfst nein sagen. But you are allowed to say no. Du darfst Nein sagen in deinem Leben. You're allowed to say no in your life. In den großen und in den kleinen Bereichen. In the big areas and also in the small areas. Womit verbringst du deine Zeit? What do you spend your time with? Wenn irgendwas Wichtiges vor dir liegt. When something important is coming up. Es ist so viel leichter, sich darauf zu fokussieren, oder? It's so much easier to focus on that, right? Normalerweise bereite ich meine Predigt dienstags vor. Usually I prepare for the teaching on Sunday on Tuesdays. Selten, dass ich es schaffe, die Predigt am Dienstag fertig zu kriegen. And not many times do I finish preparing on Tuesdays. Ich glaube, Tim habe ich die einmal am Dienstag geschickt. I think one time I sent the notes to Tim on a Tuesday. Es ist so viel leichter, sich aus der Bahn werfen zu lassen, wenn nichts Wichtiges vor einem liegt. It's so much easier to get thrown off track when nothing important is immediately before you. Aber samstags abends funktioniert das viel besser mit dem Konzentrieren. Saturday evening, it's suddenly so much easier to concentrate. Wie verbringst du deine Zeit? How do you spend your time? Aber auch in den kleinen Dingen des Lebens kannst du Nein sagen. But also in the small things in life, you can say no. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommst. When you get a text message on your phone. Und ich predige das zu mir selber. And I'm also reminding me of that. Wenn wir eine WhatsApp-Nachricht bekommen, uns aber mit jemandem unterhalten, müssen wir nicht sofort auf unser Telefon schauen. So when you get a text message, but you're in the middle of a conversation with someone else, you don't have to look immediately on your phone. Wir können lernen, Nein zu sagen zur Ablenkung. We can learn to say no to distraction. Und Nehemia ist hier ziemlich direkt, oder? And Nehemiah is really direct here, right? Er hat ganz klare Prioritäten in seinem Leben und er kommuniziert diese auch. He has clear priorities in his life and he's also communicating them. Und wenn du Nein sagst, kannst du auch direkt sein. And when you're saying no, you can also be really direct. Sei freundlich, aber offen und direkt. Be friendly, but also be clear and direct. Und wir lernen das sehr früh, dass es gut ist, zu schlechten Dingen Nein zu sagen. And early on we learn that it's good to say no to bad things. Aber wusstet ihr auch, dass es manchmal wichtig ist, zu guten Dingen Nein zu sagen? But do you also know that sometimes it's important to say no to good things? Wir kennen den Hintergrund von dieser Geschichte nicht wirklich.
We don't know that much about the background of the story. Wir lesen das ja hier so. We're just reading it here. Wir lesen ja hier, dass Nehemia uns sagt, aber sie hatten Böses im Sinn. We read that Nehemiah is telling us that they meant him harm. Aber glaubt ihr, dass das so offensichtlich war? But do you think that was obvious to them? Das waren ja seine Feinde. Those were his enemies. Die ihn jetzt einluden, quasi Frieden zu schließen. And they invited him to make peace. Lasst uns miteinander reden. Let's talk. Und was kann denn da Schlechtes dran sein? Can there be anything bad in it? Wenn wir miteinander reden. When we talk. Um Frieden zu schließen. To make peace. Vielleicht will Gott ja auch eine Tür öffnen. Maybe God wants to open a door. Aber Nehemia war fokussiert. But Nehemiah, he was focused. Nehemia wusste, wozu Gott ihn berufen hat. He knew what God called him for. Und Nehemia hat gebetet. And Nehemiah prayed. Nehemia hat sich die Antwort von Gott geben lassen. He asked God for the answer. Aber es ist auch für uns wichtig, dass wir beten. But it's also important for us that we pray. Dass Gott uns die Antworten gibt in unserem Leben. That God can give us the answers for our lives. Selbst wenn es um gute Dinge geht. Even if it's about good things. Dass Gott uns die Fähigkeit gibt zu unterscheiden. That God gives us the ability to discern. Und dass wir die Fähigkeit haben, Nein zu sagen zu ein paar guten Dingen. And that we have the ability to decide and say no to even a few good things. So dass wir uns dann auf große Dinge konzentrieren können. So that we can focus and concentrate on the big things. Und dass wir uns auf das konzentrieren können, was das Wichtigste in unserem Leben ist. And so that we can concentrate on the important things in our lives. Also auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist in deinem Leben. So concentrating on the important things in your life. Zu allem Nein sagen, was dich davon ablenken will. And saying no to everything that wants to distract you from it. Und dann das Ganze wiederholen. And then repeating it. Immer wiederholen. Again and again. Das ist der vierte Punkt. Halte durch. That's the fourth point. Keep it up. Das sehen wir in Vers 4. And we can see that in verse 4. Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen, und ich gab ihnen die gleiche Antwort. But they sent me this message four times, and I answered them in the same manner. Viermal. Four times. Viermal dasselbe. Four times the same. E-Mail. E-Mail. SMS. Text message. WhatsApp. Text message. Ja. Und Brief. And a letter. Oder Facebook-Message wäre auch noch gut gewesen. Yeah, ne? Maybe. Viermal dasselbe, auf verschiedene Art und Weise vielleicht. Four times the same message in a different way, maybe. Und wisst ihr, was Nehemia macht? And you realize what Nehemiah is doing? Er gibt ihnen die gleiche Antwort. He is answering in the same way. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Rauskopiert, reinkopiert, rauskopiert, reinkopiert. Ja. Oder wir sagen im Deutschen doch auch Copy-Paste. Aber, der Fokus und Durchhaltevermögen. So focus and perseverance. Die Ablenkungen in deinem Leben, die haben Durchhaltevermögen. The distractions in your life, they have perseverance. Die gehen nicht einfach so weg. They don't suddenly disappear. Die hören nicht einfach so auf. They don't stop to exist. Aber ich glaube, dass wir lernen können, so fokussiert zu sein auf das, was wichtig ist in unserem Leben. But I think that we can learn to be focused on the important things in our lives. Dass wir es schaffen, genauso das gleiche Durchhaltevermögen zu haben. That we manage to have the same perseverance in our life. Aber das kann nur durch den Heiligen Geist kommen. And that can only happen through the Holy Spirit. Der Heilige Geist, der in dir lebt. The Holy Spirit that lives in you. Der dir die Kraft gibt, das Leben so zu managen. Who gives you the strength to manage your life in that way? Was ist das Wichtigste denn in deinem Leben? What is the most important thing in your life? Wenn die Antwort irgendeine andere ist als Gott. When you answer that question with anything else than God. Dann liegst du falsch. Then you're wrong. Gott ist die Quelle deines Lebens. God is the source of your life. Er hat dich in Existenz gesprochen.
spoke you into existence. Die Bibel sagt, dass er eine Zukunft und eine Hoffnung für dich hat. The Bible tells us that he has a future and a hope for you. Die Bibel sagt auch, dass wo mein Herz ist, da ist mein Schatz. The Bible also says where my heart is, there also my treasure lies. Wo du dein Herz an die Dinge, an die du dein Herz dranhängst, das ist dein Schatz. The things that you cling your heart to, that's what you treasure. Nehemia ist ein ganz tolles Bild für Jesus. Nehemiah is a really good picture for Jesus. Nehemia, der beim König lebt, weit weg. Nehemiah, who lived with the king far away. In Herrlichkeit. In glory. Dessen Herz bricht für sein Volk. And his heart is breaking for his people. Und er legt diese Herrlichkeit des Königspalasts ab und er geht tausende von Kilometern nach Jerusalem. And he's laying down the glory of the palace and he's walking to a place like Jerusalem. Und er gibt sich selbst hin für sein Volk. And he is giving himself for his people. Er macht sich eins mit seinem Volk. He is uniting himself with the people. Und er gibt alles für sein Volk. And he gives everything for his people. Jesus ist noch einen Schritt weiter gegangen. And Jesus even went a step further. Jesus hat sein Leben für sein Volk gegeben. He gave his life for his people. Jesus ist für meine und für deine Sünde am Kreuz gestorben. Jesus died for your and for my sin on the cross. Und wenn die Bibel davon spricht, dass Gott Zukunft und Hoffnung für dich hat. So when the Bible is talking about having a hope and a future for you, dann ist der Weg dahin ein einziger. Then the way to achieve that is just one. Das ist der Weg durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. That's the way through faith in Jesus Christ. Son of God. The Son of God. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. And it's really important that we understand that. Ich weiß, dass wir das alle schon so oft gehört haben. I know we all heard it so many times. Aber Buße und Umkehr ist wichtig. But repentance and to turn around is really important. Wenn Gott heute zu deinem Herzen gesprochen hat und dir gezeigt hat, vielleicht lasse ich mich aus der Bahn schmeißen von einem dieser Dinge. So when God was talking to you today and emphasizing the thing where you might get thrown off track in your life, dann sag ihm das doch und tu Buße. So then you can start talking to him about it and repent. Buße heißt eigentlich nur, okay, ich drehe mich um und gehe in die andere Richtung. Repentance just means turn around and walking in a different direction. Lass uns dafür beten. Let's pray for that. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Jesus, I thank you that you're here with us. Ich danke dir, dass du alles getan hast für uns, Herr. I thank you that you did everything for us. Ich danke dir, dass du für mich und für meine Sünde ans Kreuz gegangen bist, Herr. Thank you that you went to the cross for my sin. Weil du mich so sehr liebst. Because you love me so much. Ja, du warst so fokussiert. God, you were so focused. Ja, und das war deine Aufgabe. And that was your task, your calling. Das war was, worauf du dich konzentriert hast, Herr. That's what you were focused on. Ja, und ich danke dir so sehr, dass nichts dich davon abgebracht hat, Herr. And Lord, I thank you that nothing distracted you from doing that. Ja, dass du es durchgezogen hast. That you really did it. Dass du am Kreuz gestorben bist. That you died on the cross. Dass du begraben wurdest. That you were buried. Dass du wieder auferstanden bist. That you rose again. Und dass du in den Himmel aufgefahren bist und dass du da auf mich wartest, Herr. And that you ascended into heaven and that you're waiting there for me. Ich danke dir, Jesus. Thank you, Jesus. Ja, und ich bitte dich, dass du uns diesen selben Fokus gibst, Herr. Lord, and I pray that you will give us the same focus. Hilf uns, Nein zu sagen von allem, was uns von dir abhalten will. Help us to say no to everything that wants to distract us from you. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns die Kraft dazu gibst, Herr. And Holy Spirit, we invite you that you give us the strength to do that.
Füll uns vollkommen aus, Herr. Fill us completely. Füll diesen Raum jetzt vollkommen aus. Fill this room completely. Ja, wenn wir dich jetzt anbeten, wir wollen dich mit allem anbeten, was wir haben. Lord, when we praise you, we want to praise you with everything that we have now. Ja, nimm alle Ablenkung, nimm alle Angst, nimm alle Scham weg. Lord, take every distraction and fear and shame away from us. Ja, du bist unser Herr. You are our Lord. Und du bist unser Gott. You are our God. Und wir dürfen vor dir stehen, weil der Vorhang zerrissen ist. And we are able to stand before you because the veil was torn. Und wir dürfen das Abendmahl zusammen einnehmen, weil dieser Vorhang zerrissen ist, weil wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. And we can take the Lord's Supper. We can have this fellowship with you. Segne diese Zeit, die wir jetzt in der Anbetung haben. Bless this time that we have now in worship. Veränder unsere Herzen, Jesus. Change our hearts, Lord. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.